Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Map Silbersusum und der Jürgen ist jetzt auch wieder dabei. Moin Moin Jungs So und Jürgen, Mädels. genau. Wenn du willst, kannst du starten. Ich komme noch mal kurz direkt mit dahin, weil er muss noch einmal direkt abgetankt werden, weil er ist gerade voll. Okay, wo ist das Taxi für das Zugfeld? Ja, ich laufe. Da musst du leider heute mal hinlaufen. Ja, machen wir das. So, dann tanken wir dich noch mal schnell ab. Ja, wie du siehst, der Helfer hat nur bis hier vorne immer komischerweise gemacht und den Rest stehen gelassen. Ja, kriegen wir einen Griff. Sehr schön. Ja, also die Folgen, die wir jetzt aufnehmen, die sind, glaube ich, schon für kurz vorm Rauskommen von LS19. Ja. Das ist schön. Ich hatte jetzt zwei oder drei so mal schon mal aufgenommen und jetzt, weil ich auch noch getestet hatte, wir mit einem neuen Sound und jetzt bist du wieder dabei. Wunderbar. Und 19 schon bestellt? Nee, ich kaufe es mir vielleicht dann erst im Dezember. Ich muss erstmal, weißt du doch, Weihnachten, Kind, alles teuer. Ja, Muss ich erstmal siehst du? gucken. Vielleicht kriege ich es auch zu Weihnachten geschenkt. Wurde schon sowas angedeutet. Dann bin ich ein Glückspilz. Ich krieg's zum Geburtstag geschenkt. So, den lasse ich hier mal stehen. Also, Geburtstag habe ich am 13., da kriege ich meinen Gutschein. Und am 20. löse ich den Gutschein ein. Sehr schön. Warte mal, hört man mich ja, ne? Ja, Ja, wunderbar. richtige Taste drückt. Ja, weil im Discord habe ich einen anderen Push-to-Talk-Knopf als hier. Muss ich noch mal ändern. Weil hier, oder stört der Knopf hier? Ja, hier stört er nicht. Moment, dann ändere ich das noch mal ganz kurz. Entschuldigung, Leute, dass ich hier schnell rausspringe. Zack. Option. Wiedergabe, Push-to-Talk. Machen wir die. Okay. Zack, runter. Hörst du mich? Ja, wunderbar. Sehr gut. Jetzt habe ich den Push-to-Talk-Knopf gerade mal kurz geändert, weil der mir da oben ein bisschen auf den Sack ging. So. Und sonst, Jürgen, was gibt's Neues? Was soll es geben? Man ist im alten Trott. Wie gesagt, ich habe jetzt wieder über Susan wieder angefangen. Bin jetzt auf 27 Ferkel. Also geht's jetzt doch schneller. Ja, was heißt schneller? Also, wenn ich an den Gariol denke, beziehungsweise den anderen, die haben die Schweine schon mit rüber genommen und die fangen mit 10 an. Ja, mit 10 Sauen, die dann 50 Ferkel produzieren. Also, ich habe zu spät angefangen. Ich habe zu sehr auf die Feldaktionen mich Ja. konzentriert. Weil ich brauchte Geld, um meinen Mähdrescher zu haben, der mit allem drum und dran 500.000 kostet, der Turbo. Okay. Da habe ich ganze Zeit nur Soja gemacht. Soja angefahren und dann immer verkauft. Ja. Da du dich ja jetzt schon mit den Schweinen auskennst, ne? Wenn das Feld gedroscht, also abgeerntet ist, wenn du willst, kannst du dann den Tierhänger schnappen und Tiere holen. Ein was bitte? Wenn du das Feld fertig hast, könntest du ja einen Trecker schnappen. Wir haben, glaube ich, alles am Hof Ach für so, Wasser und okay. Tiertransporter. Ja, okay. Was wir natürlich auch machen können, wie viele Mutterschweine braucht man? 10 Stück brauchst Ach du. so, ja gut, Zehn, dann reicht ja zehn. der kleine Hänger. Naja, nee, da passen nur 9 rein. Musst du zweimal fahren. Ja gut, weil ich dachte, da passen mehr rein, sonst hätte ich mir gesagt, wir leihen uns mal einen großen Tierwagen. Nee, bringt nichts. Bringt Bringt nichts. nichts, ne? Bringt nichts, nein. Es sei denn, du hast dann die Ferkel, die 1000. Also wenn du gleich also 1000 Ferkel holen willst, Ach, Ferkel dann können wir auch kaufen. ja, kannst du auch, aber bringt ja kaum Gewinn. Okay. Ja, also ich sehe da keinen Gewinn drin. Deswegen, warum soll ich mir Ferkel kaufen und dann zufüttern? So warte ich die Zeit ab. Ja, stimmt. Weil Futter haben wir schon, den Rest haben wir alles am Hof. Dann können wir wenigstens mal
bevor wir das Projekt hier zu Ende machen, bevor LS19 rauskommt. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich das dann hier mache noch. Muss ich mal gucken. Dass wir wenigstens zum Ende des Let's Plays wenigstens mal Tiere haben. Also wenn wir das dann aufhören hier. Das einzige Traurige ist, also du hast ja dann die Schweine dann, die Zuchtschweine dann hast, ne? Ja. Du hast, die sind ja auf der Betonplatte. Ja. Aber leider, da hätte die Modder da mal also ein bisschen Erde drauf gepackt oder was Ja, das weiß ich. stimmt. Ja, also Schweine auf Beton ist nicht gesund. Nee, das stimmt. So. Ja, das ist ja gut. Dann eine Stunde können wir noch. Das ist gut. Also bis kurz nach eins, da muss ich mich auch fertig machen und dann los. Können wir noch ein paar Folgen aufnehmen, so zwei, drei. Das können wir gerne machen. Also ich muss spätestens um 1:30 muss ich auch dicht machen. Ich hole Siehst du, meine da muss ich schon lange unterwegs sein. hole ich meine Frau ab und dann fahren wir einkaufen. Und dann heute Abend Salate machen. Weil morgen ist Halloween angesagt. Morgen ist Halloween? Ja. Okay. Also, ihr Christen feiert ja, euer Evangelischen, ihr feiert euren Reformationstag und ich feiere amerikanisch. Und das seit 5 Jahren ungefähr. Oh, 6 Jahren, wenn man so Ist ja auch sagt. das erste Mal, dass das auch unser Feiertag ist. Gut, letztes Jahr war es, weil es sonst wie lange schon her ist, aber jetzt ist es ja auch nur, weil sie es neu dazu gemacht haben, ne? Aber das ist trotzdem eine Sauerei. Also wenn du in Sachsen-Anhalt wohnen würdest oder in Bayern wohnen würdest, hast du diesen Feiertag zusätzlich bekommen, obwohl du Katholik bist, Ja. und hast dann morgen, also am 1.11. hast du Allerheiligen, das ist ja 2 Tage frei. Ja, die müssten eigentlich alle Feiertage, alle Bundesländer gleich haben. Das ist totaler Schwachsinn. Also zumindest die gesetzlichen, okay. Aber die kirchlichen doch nicht. Ja. Ja. Die kirchlichen, also sollen sie glaubensgemäß machen von mir aus. Ja, ich meine, also westlich orientiert, also christlich. Ja. Ja, also dann wäre das doch noch in Ordnung. Ja, wir Niedersachsen, also Niedersachsen, Hamburg und Bayern haben, nee, bei Bayern sag ich, Bremen haben die wenigsten Feiertage. Ja, das stimmt. Deswegen das Gute ist, wenn man in einer Firma arbeitet, ne, die in Würzburg ihren Sitz hat und da eingestellt ist, aber hier oben im Norden arbeitet, hat man deren Feiertage da unten auch. Na, das Ja. nein. Aber andersrum ist bei uns Feiertag, ist da unten keiner, dann müsste man hier arbeiten, was aber auch dann wiederum auch nicht geht. Habe ich mich informiert. Also gut, die Sachen kommen alles nach meiner Zeit. Also wir haben oft versucht, in Würzburg anzurufen. Es ist Feiertag, es ist Feiertag. Ja, und wir haben trotzdem gearbeitet. Ja, wir sind ja nicht, also ich bin ja nicht offiziell da eingestellt. Das sind ja nur die über die Filiale da laufen, ne? Die Regionallagerleiter und sowas, ne? Das meine ich ja. So. Deswegen ist das gut. Am besten suchst du eine Firma unten in Bayern, aber arbeitest oben im Norden. Naja, wenn das so, aber ist es kaufmännisch unklug. Ja, das stimmt. Sag mal, hast du dich schon irgendwie mal um Sprit gekümmert? Nee, ich bin ja auch nur auf 32 Liter. Ich habe nur halb voll, aber trotzdem. Ja, sonst leihe ich einfach mal dieses Gefährt da unten und dann fahre ich einfach mal eine Runde. Wie viel Korn hast du drin? Also ich bin jetzt, ich habe gerade abgetankt, Ach so. der LKW könnte weg. Okay, ich bin gleich fertig hier mit der Runde, weil ein Trecker steht auch noch da, wo du auch noch was zur Not reinschmeißen kannst. Okay. Ich bin gleich fertig, ich drehe nur noch und dann geht's los. Nee, also ich mache ja wieder Silbersmüssen, mache, fange ich ja wieder so an. Da ist ja kein Management, sondern da ist selbst der Bauer. Und ich habe gestern
Benzin gekauft. Was hast du gekauft? Ich hab Sprit gekauft. Ich hab mir einen Tanker gekauft, also einen Tankanhänger gekauft. Ja. Ja, und dann habe ich Sprit gekauft, damit ich wieder Sprit habe. Ja, ich fahr gleich mal runter und hole. Weil runterfahren, tanken, das war mir immer zu weit. Ja, das ist zu weit, so einen Tankhänger holen. So, der ist aber auch schwerfällig. So, dann werden wir das jetzt nochmal schnell verkaufen. Das müssen wir da lang. Sie, hier fahre ich Mais und ich fahre mit mir zu Hause, fahre ich Soja. Weil die beiden Felder 49 und 48 ist zuerst total ausreichend für Schweinefutter. Total ausreichend. Ja. Und ja, ich hatte mich ganz verguckt. Ich dachte, man konnte nicht nur 10 Mutterschweine reinmachen. Ich war der Meinung, dass man da 100 reinmachen kann, weißt du? 10. Da hatte ich mich verguckt. 10. Deswegen dachte ich, wenn 100 Mutterschweine produzieren, kommen da viele Ferkel raus, also brauche ich viel Futter. Da hatte ich mich verguckt. Ich glaube, 50 Ferkel kommen raus. Also pro Muttertier 5 Ferkel. Und 1000 brauchst du, um den Stall da hinten voll zu machen. So, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Geld rein. Und ich habe meinen alten Hoftracker abgeschafft. Okay. Der hat mir dafür einen Teleskoplader geholt. Ja. Von Merlo. Der ist jetzt mein Hofhund. Ja, ich wollte ja sowieso auch noch einen holen, einen Teleskoplader. Ja. Wie gesagt, ich habe mir das Regal besorgt. Da habe ich also meine Beize draufstehen und mein Dings. Meine Frau hat mir also großzügig gestattet, also ordentlich einkaufen zu dürfen. Das ging auch ins Geld, aber mir war es mal leid, da hin und her zu brettern. Ja. Und da ich diese Map etwas länger spielen will, also spiele ich auch noch drüber hinaus. Ja. Ja, aber ist ja sowieso nur bis zum 20. oder nicht? Ja, ich habe fast alles eingemottet. Ja, okay. Also, ich habe meine externe Festplatte, da ist also komplett 13 drauf, was ich hatte. Das ganze 15er drauf, also 13 habe ich ja ohne Mods gespielt, mit dem 15er mit Mods. So, und das wird dann auch auf die externe Festplatte dann auch eingemottet. Okay. Irgendwann weiß ich nicht. Bin halt so ein Freak, der ab und zu mal alte Sachen wieder rausholt. Warte mal, ich tanke ihn noch kurz ab. Na, den Hänger behalten wir da nochmal, den lagern wir nochmal ein, haben zwar genug. Der Helfer hat die richtigen Spuren gefahren, mein lieber Mann. Ja, ja gut, ich bin einen drumherum ein paar Mal bin ich gefahren. Dann dachte ich mir, ja, lass hau ich mal den Helfer ein, mal gucken, ob er es schafft. In der Zeit wollte ich ein bisschen weiter pflügen. Man sieht ja gar nichts auf dem Hänger. Warum, siehst du da kein Korn? Nee, da sehe ich nichts. Okay. Und wahrscheinlich, weil da schon was drin war, bevor er reingekommen ist. So, dann fahren wir jetzt hier nochmal runter. Also ich hoffe beim 19er, dass GPS also schnell gemoddet wird. Ja, das kriegen sie glaube ich hin. Das andere, also Cursed und so weiter, also weiß ich nicht. Es sei denn, wenn man will Management spielen, das Cursed natürlich ideal, ne? So, ja, wie ich das, so wie ich also auf der Nordfriesischen Master mache, dann habe ich da auch 4, 5 Trecker, also gleichzeitig.
laufen. Aber hier bei Sibasusum, ich habe jetzt am Sonntag habe ich mir dann mal die Playlist von ihm rausgeholt, vorgekramt. Ja. Und dann mal erste Folge mal angefangen. Ey, war der noch jung und unverbraucht. Wenn du jetzt die letzten Folgen anguckst, mollig ist er geworden. Ja, es ist ja auch mehrere, ich glaube schon 2 Jahre oder so, ne? Ja, ja. So, aber Jürgen, wir sind wieder am Ende dieser Folge. Ich danke euch, dass ihr alle zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst Kommentare da, Feedback, auch mal was zu LS19 könnt ihr da ruhig schreiben, das würde mich freuen. So, und jetzt darf sich der Jürgen noch verabschieden. Bis demnächst, tschüss. Tschüss Leute, auf Wiedersehen.